heiße Carlotta. Und ich heiße Nathalie. Zum Anfang ein kurzer Beitrag zum ersten Tag der Luisenstadt. Es war schönes Wetter am Eröffnungstag der Luisenstadt. So wurden viele Mitbürger angelockt. Laut Angabe des Einwohnermeldeamts waren es insgesamt 422 Bürger. Somit wurde die Eröffnung ein grandioser Erfolg. Allerdings nur für die Kinder, denn Eltern wurden gnadlos abgewiesen und in den Elterngarten geschickt. Wir werden heute über die ersten zwei Tage der Luisenstadt berichten. Es werden Filme, Reportagen und Berichte über interessante Themen eingespielt. In der Luisenstadt gibt es einige Neuheiten, dazu gehört auch die Online-Station. Die Online-Station ist auch eine Presse, die im Gegensatz zu der normalen Presse die Berichte ins Internet stellt. Die normale Presse stellt Tageszeitungen her, die mit Schreibmaschinen getippt werden. Man kann sie jeden Morgen kaufen. Wer sich die Zeitung im Internet anschauen möchte, besucht die Website der Online-Station. Einige Reporter unseres Fernsehteams haben eine Reportage über das Theater gemacht. Diese werden wir euch nun zeigen. Viel Spaß! Ich stehe heute vor dem Theaterzelt, um etwas über ihr neues Stück zu erfahren. Darin gibt es viel Fantasie. Es ist aber auch modern. Dazu ist jetzt hier eine Betreuer. Hallo. Ist es schwierig, mit den Kindern zusammenzuarbeiten? Nein, es ist gar nicht schwer, mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Sie sind alle sehr hilfsbereit, freundlich, kooperieren mit uns und arbeiten mit uns sehr gut zusammen. Denken Sie, dass das Stück ein Erfolg wird? Ja, ich denke schon, dass das Stück ein Erfolg wird. Die Kinder arbeiten mit uns zusammen und haben ganz viel Spaß und dann kann es ja nur ein Erfolg werden. Jetzt befrage ich noch eine Schauspielerin, was sie über das Stück denkt. Hallo. Denkst du, dass das Stück ein Erfolg wird? Auf jeden Fall, weil Schauspieler die können das Stück einfach total, die ihre Rollen total gut interpretieren und da habe ich überhaupt keine Bedenken. Okay, ich denke auch, dass das Stück ein Erfolg wird, denn sie setzen sich mit den anderen Kulturzelten Tanz und Musik zusammen. Das war jetzt mein Bericht. Bis zum nächsten Mal. Nun gehen wir von dem Bereich Spaß zu dem Bereich Lernen. Das kann man der Luisen-Uni. Die Luisen-Uni ist allerdings nicht nur eine Stätte des Lernens. Man kann auch Spaß dabei haben. Wie zum Beispiel bei einem Ausflug ins Schmetterlingshaus oder beim Basteln mit Ton. Wenn ihr über ein interessantes Thema berichten wollt, die Uni sucht immer Dozenten für neue Vorlesungen. Weitere Informationen gibt es auf dem Infoblatt, das in der Uni erhältlich ist. Jetzt kommt ein Beitrag in die Pressekonferenz des Mannheimer Morgens gefilmt worden ist. Wir haben am Dienstag um 12 Uhr einen Film über die Pressekonferenz gedreht. Damit die Presse informiert ist, möchte ich Sie alle hier ganz herzlich begrüßen. Es ist die 15. Luisenstadt und ich habe gerade vorhin dem Clemens Hotz erzählt, dass ich vor ungefähr 20 Jahren auch mitgearbeitet habe in der Luisenstadt und mich sehr verwundert habe, wie groß die Luisenstadt inzwischen geworden ist. Was ich toll finde, ist an der Luisenstadt, dass es so ein richtiges, echte Stadt ist. Und nicht also ich finde die Luisenstadt total klasse und ich freue mich, wenn sie alle zwei Jahre eröffnet wird. Und wenn jetzt schon knapp 400 Kinder da sind und Jugendliche, dann weiß ich gar nicht, wie das noch machen soll bei dem guten Wetter. Vielleicht gibt es 500 heute noch. Ja. Ist leider ein bisschen schwierig, so ein Erste-Hilfe-Kurs dauert 16 Stunden. Ja. Und was man bestimmt machen könnte, wäre ein Zertifikat zum Beispiel, ich habe gelernt, ein Pflaster zu kleben oder sowas. Ein richtiger Erste-Hilfe-Kurs zu machen, ist leider schwierig, da haben wir Gesetzesauflagen. Aber alles andere kann man drüber reden. Denke ich auch, ja. Also das finde ich eine gute Idee. Für nächstes Jahr können wir das zumindest mal vorbehalten, genau. Jetzt hier in der Luisenstadt, ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, vielleicht wird mich die Post wird mich interessieren oder auch die Presse wird mich interessieren. Ja, eigentlich prädestiniert ja eigentlich hier in die Klinik zu gehen, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie der Herr Günther gerade richtig sagt, die Küche. Für viele Leute zu kochen, ja, wenn es hier Kantine, ja, das wird mich reizen. Ich habe eine Autowerkstatt in Neckarau und führe am Spielmobilauto Reparaturen durch. Die Arbeitszeit wird gesponsert. Und zusätzlich habe ich dieses Jahr
für den Bauzaun, für die Absperrung von der Luisenstadt auch einen Teil gespendet, dass das Gelände gesichert werden kann. Vor 29 Jahren, da war ich noch nicht dabei, aber wir hatten früher vielleicht die Hälfte von den Bereichen. Wir hatten, glaube ich, 12 Bereiche nur. Und 29 Bereiche. Die waren schon von Anfang an dabei und früher wurden noch richtige Häuser gebaut, weil das eben alles ein bisschen kleiner war. Die wurden aus Holz gebaut und also ganz individuell. Also da wurden so Holzschichten gemacht und also war anders. Aber jetzt kommt es auf die künstlerische Gestaltung der Hausbewohner an. Dankeschön an unsere Reporter für diese schöne Reportage. Noch eine Neuheit der Luisenstadt ist das Zukunftshaus. In diesem kann man seine Meinung, Zukunftspläne und Veränderungen für die Luisenstadt in 2 Jahren äußern. Nun kommen wir zum Wetter, aber davor noch eine kleine Werbepause. Im Freizeitpark gibt es viele Beschäftigungen, zum Beispiel Fußball, Labyrinth, Geschicklichkeitsparcours, Kegeln, Minigolf und Rollrutsche. Die Öffnungszeiten stehen zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Luisen-Euro und der geschlossene Bereich noch 2 Euro extra. Mann, hab ich Hunger. Ich kann nicht mehr. Komm, lass uns doch in die Kantine gehen, Felix. Okay. Zweimal Salat, bitte. Mmh, lecker. Hat es dir auch so gut geschmeckt? Hallo, im Westen der Luisenstadt scheint die Sonne bei 27 Grad. Ich würde euch empfehlen, das ist das perfekte Wetter, um euch um zu entspannen. Im Osten der Luisenstadt regnet es bei 19 Grad. Da würde ich euch eine Weste empfehlen. Vom Norden zum Süden hin baut sich ein Sturm auf, der Leilana heißt. Und im Süden regnet es, kommt ein leichter Schauer auf, bei 19 Grad. Tschüss. Das war das Wetter und nun kommt noch ein kleiner Hinweis zur Bürgermeisterwahl. Ein Bürgermeister kann jeder wählen. Man muss sich im Rathaus einen Wahlschein abholen und ihn ausgefüllt abgeben. Nun kommt noch ein Film über das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt ist dafür da, den Kindern Jobs zu vermitteln. Sie achten darauf, dass die Wünsche der Kinder eingehalten werden und sie ihren Traumjob bekommen. Ein Arbeitnehmer äußert sich folgendermaßen. Ist es schwer, einen Job deiner Wahl zu finden? Ja, am Anfang ist es ein bisschen schwer, aber dann geht's eigentlich. Gefällt dir dein Job? Ja, schon. Ja. Mhm. Was für einen Job hast du denn? Ich arbeite momentan bei der Schiedsstelle. Das Arbeitsamt lehnte ein Interview ab. Arbeitslosigkeit gibt es glücklicherweise kaum. Wer nicht in seinem Traumjob unterkommt, dem wird eine ähnliche Stelle vermittelt. So, das war es schon mit unserem Programm. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und viel Spaß.